Ja, und damit herzlich willkommen hier bei Skylanders. Speichert automatisch. Jawohl. Also fast da, glaube ich, die Plattform, ob da was draufsteht. Ja. Speicherslot, nehmen wir den. Schwierigkeit lassen wir auch auf Mittel. Story, was haben wir hier? Herausforderung, Story und Arenen. Wir wollen erstmal genüsslich die Story hinter uns bringen. Und sei gegrüßt, oh, Portalmeister. Ich bin Ion und ich geleite dich auf eine große Reise. Willkommen in den Skylands. Eine magische Welt der Wunder und Abenteuer. Beschützt von den großartigsten Helden aller Zeiten, den Skylandern. Spyro? Aber die Skylands waren nicht immer so friedlich. Einst wurden sie von den berüchtigsten Übeltätern unterdrückt, die die Skylands je gekannt haben. Den Schicksalsräubern. Aus ihrem Versteck tief im ungezähmten Ödland heraus plünderten die Schicksalsräuber ohne Gnade, bis kein Ort mehr sicher war. Zum Glück wurde ein Elite-Team von Skylandern gerufen, die legendäre Waffen trugen, um diese Schurken ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Das war das Crab-Team. Schicksalsräuber gefangen und brachten sie in die uneinnehmbarste Festung aller Zeiten, den Wolkenknacker-Knast. Weggesperrt hinter Mauern aus reinem Craptanium würden die Schicksalsräuber nie wieder die Skylands bedrohen können. Ja. Jedenfalls würde ich sagen, war's das mit Skylanders. Viele Jahre, vielen Dank fürs Zusehen. Bis ein vertrautes Unheil. Wahrscheinlich werden die gleich irgendwie ausbrechen. Ja, gut. Aber das Crab-Team wurde fortgeschleudert aus den Skylands. Und entfernt von ihrer Magie begannen sie zu schrumpfen. Inzwischen wurden die zerstreuten Fragmente des Wolkenknacker-Knasts in mächtige Fallen verwandelt. Aber du hast sie gefunden. Und gerade rechtzeitig. Die schlimmsten Schurken der Skylands sind wieder auf freiem Fuß. Es liegt an dir und deinen Skylandern, sie aufzuspüren, bevor es zu spät ist. Ein großes Abenteuer erwartet dich. Sieh nur! Als Chef der Sicherheit und geheimen Ninja-Kommando-Operationen heiße ich euch willkommen zur großen Eröffnung der Skylander-Akademie. Ich erinnere mich... Oh Mann, das ist klasse, Kaylee. Ich meine, ein neues Skylander-Hauptquartier. So etwas hat es ewig nicht mehr gegeben. Ich weiß, Hugo. Und Buzz ist der legendärste Skylander-Trainer aller Zeiten. Aber er hat auch irgendwas Vertrautes. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne Typen wie ihn. Ein echter Angreifer. Sag mal, redet er immer noch? Mit der Eröffnung der neuen Skylander-Akademie hoffen wir endlich wieder Sicherheit, Vertrauen und... Nette Ansprache. Ach du grüne Guacamole! Das Ding ist mitten in unserem jährlichen Sprudelfest gelandet. Nicht bewegen, Leute. Die Skylander und ich sehen uns die Sache mal an. Aber sind das nicht eigentlich alle Skylander? Kapitel 1. Sprudelquell. So, jetzt brauchen wir... Ne, brauchen wir nicht. Dachse oder sowas.
steckt bloß mein Skylander-Agent? Ja, wo steckt der nun? Ah ja, jetzt sind wir dran. Wir nehmen uns mal nicht den Standard, sondern ich habe hier mir noch so ein Triple Pack geholt. Wir packen mal drauf. Ja. Es rattert. Muss ich irgendwas drücken? Nein? Alles abgefeuert! Da haben wir einen Spyro. So. Wir springen. Das ist Feuer. Das ist sowas wie ein Tackle. Was ist das? Bumblitz! Das ist ein Skylander. Mein Name ist Buzz, Chef der Sicherheit und geheime Ninja-Kommando-Operationen. Wie wär's, wenn wir uns hier mal etwas umsehen? Räum hier mit deinen Angriffen ein bisschen auf. Ja. Also wir haben sowas wie einen Tackle und wir können schießen. Kostet uns das irgendwelche Energie? Weil noch was? Ah ja. Kisten kann man also kaputt machen. Sowas wie ein Doppeljump. Irgendwelche Ringe. So viel Sprudel. Verschwendet. Wer ist das? Okay, R1 und Kreis sind dasselbe. Ist noch irgendwas? Nö. Na gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Vor einer geschlossenen Tür ist nur eins besser als ein Schlüssel. Eine geladene Kanone. Feuer frei! Geht's hier noch lang? Sich drei versteckte Schatz. Ja, okay, R2 ist also unsere. So, muss man schütteln. Okay. Wenn man nicht schütteln, muss man einfach nur die Viereck-Taste spammen. So habe ich mir das vorgestellt. Mir gefällt dein Stil, Compadre. Ja, toll, da unten ist aber noch was. Komme ich aber nicht so einfach hin. Schieb die Dinger einfach aus dem Weg. Niemand schiebt Schildkröten besser als ein Skylander. Jetzt dahin? Ja. Nein! Oh Gott. Münzen. Noch mehr Münzen. Komme ich jetzt wieder hoch? Gibt es hier noch mehr? Ich will nicht noch tiefer runterfallen. Wahrscheinlich ist das. Ah ja. Somit hat man das automatisch mitgenommen. Okay. Ist ganz cool, die Welt hier zu entdecken. Ich meine, wenn sie schon im ersten Level so viel verstecktes Zeug irgendwo haben, glaube ich, wird das ziemlich intensives Let's Play, was diese Sachen suchen angeht. 95,7. Wir senden von irgendwo. Okay, man kann einfach ein Radio umändern. Aber was diese Kisten auf sich haben. Die Frage ist jetzt. Ah, okay, das ist nicht nur für den Sound. Man kriegt also auch Sachen raus. Zeit für einen Hörerwunsch. Broccoli Guy. Alter. Ja gut. Denke mal, man kriegt bloß einmal Münzen. Noch nichts drin? Nee. Ah ja. Die doch bestimmt irgendwie schubsen. Hat sich auch ein Stein verabschiedet? Na gut. Sprudelebene. Vorsicht, Skylander. Er mag wie ein normales, harmloses Schaf aussehen, aber ich kann dir versichern, dass Sheep Creep hier nichts Gutes verheißt.
Er sollte im Wolkenknacker-Knast sein und eine zum Scheitern verurteilte Schafsrebellion anführen. Na, ich sehe schon dieses Böse in seinen Augen. Deine Fallenfähigkeiten trainieren. Besiege du ihn doch für mich. Dieses Schaf kann nur von Grund aus böse sein. Na klar doch. Sheep Creep. Lebensfalle. Okay, der ballert jetzt auf uns. Wo ist er hin? Wah. Gerackt. Sheep Creep besiegt. Dann machen wir nicht so eine Lebensfalle? Ja, warte mal. Steck einen den komischen Hammer hier, diesen. Ha. Haben wir doch. Alter. Jetzt macht dieses Podest auch noch Krach. Sheep Creep gefangen. So, und jetzt, soweit ich mich belesen habe, kann man die auch irgendwie dann benutzen. Also die sind jetzt quasi umgepolt auf unserer Seite. Das jetzt rausziehen? Da reinstecken? Achtung! Sheep Creep! Ja. Grüne Guacamole! Der alte Sheep Creep hat bekommen, was er verdiente. Jetzt lass uns verduften. Also jetzt können wir den benutzen für eine Zeit. Ah, okay. Das ist auch cool. Mit diesem Sprungkissen kommst du in höhere Bereiche. Die sind total sprunghaft. Total sprunghaft, ausgezeichnet. Alter. Jetzt? Ja, da komme ich nicht hin, da muss ich... Ja, dann muss ich wieder auf Spyro wechseln. Jetzt ziehen wir den Hammer hier mal raus. So. So. Hoch hinaus! So, warte mal. Sieht mir auch nach irgendwas aus. Ah, was ist das denn? Irgendeine geheime Grotte. Flügelsaphir gefunden. Okay, das kann ich nur nicht deuten, was das sein soll. Dieser komische Schmetterling da. Aber gut. Wir haben erstmal was umsonst bekommen wieder. Schildkröte hat sich wieder bewegt. Na warte. Ich schieb mal gleich wieder dahin. So. Noch was? Fass, ja. Nix drin. Na gut. Was ist das denn? Warte mal eine Sekunde. Das sieht aus wie Triptanium. Das magische Zeug habe ich lange nicht gesehen. Triptanium? Ich weiß nicht, was Triptanium hier zu suchen hat, aber ich weiß nur, dass die wahrhaft wundersame Kraft der Kristallwaffe eines Trapmasters es aufbrechen kann. Okay. Also da unten sind ein paar Viecher. Ja, die halten aber nichts aus. Au. Au. Das sind also sowas wie EP. Trapmasters. Ah, okay. Dann muss ich jetzt quasi meine Figur wechseln. Weil Spyro ist, soweit ich weiß, kein Trapmaster. Nehmen wir den mal runter. Und zwar, da muss ich die
Standardfigur von dieser Edition nehmen, die dabei war. Das ist quasi der Trapmaster. Der ist, glaube ich, um einiges auch stärker. Genau, der kann das hier alles kaputt. Wow. Machen. Zu einfach. Ah, da ist wieder so eine Kiste. Nehmen wir uns auch gleich mit. Also dafür, das ist quasi sowas wie ein Geheimgang, den du nur mit einem Trapmaster dann besuchen kannst, quasi. Ja, die Leute müssen ja auch irgendwie gezwungen sein, mehr Figuren zu kaufen, um mehr Spielinhalt freizuspielen. Na gut, ich möchte eigentlich nicht mit dem Trapmaster weiterspielen, ich möchte eigentlich mit Spyro weiterspielen. Deswegen nehmen wir den mal von der Plattform, packen den Guten wieder drauf. Alles abgefeuert! Weil, diese Figuren kann man für sich selbst auch leveln. Und, weiß nicht, Spyro würde ich schon gerne ganz oben haben wollen. Trapmaster natürlich auch irgendwann, aber... Das sieht vielversprechend aus. Gefällt mir. Aber da sehe ich doch schon wieder dieses Wassersymbol. Aber wenn du in diesem Spiel was reißen willst, musst du dir die Elementatore ansehen. Man kann sie nur mit einem Trapmaster des passenden Elements öffnen. Ja gut, dann müssen wir gleich nochmal wechseln. Du hast jetzt Zugang zu einem neuen Bereich, der einen magischen Hut enthält. Was du mit einem magischen Hut sollst, die sind der Wahnsinn. Und sie machen dich stärker. Darum heißen sie magisch. Gute Erklärung. Also da würde es normal weitergehen. Erinnerst du dich noch an die Sprungkissen vorhin? Also das hier ist ein super Sprungkissen. Probier es aus und finde heraus, warum. Will ich jetzt aber nicht rausfinden. Wir gucken uns das wenigstens mal an, was er jetzt zu bieten hat. Mit diesem Trapmaster. Du benötigst einen Trapmaster. Ja, ja. Bin ja schon am Umstecken. Also man braucht wahrscheinlich doch ziemlich viele von diesen Figuren, um das Spiel... ich sag mal, zu 100% braucht man auf jeden Fall sehr viel mehr Figuren. Ich komm durch! In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Okay, hier ist also so ein bisschen Special-Zeug drin. Scheiße. Die lassen sich nur seitlich bewegen, oder wie sehe ich das jetzt? Das bringt mir aber nichts. Wo ist die andere Schildkröte hin? Ach, die schwebt da. Ach so, okay. Ich muss im richtigen Moment raufspringen und dann... Ja. Dann fährt die mich darüber. Fliegende Schildkröte. Also das Spiel kann auch wirklich sehr intensiv werden. So. Wir haben einen Hut. Yeah. Ah, okay. Plus 7 Rüstung. Die Frage ist jetzt, ist der jetzt... Ah, okay. Also ich kann mir aussuchen, auf welchen Skylander ich den benutzen möchte. Warte mal. Ich glaube Spyro. Das stand hier auf diesen Karten. Ja, der hat bloß eine Defense von 60. So würde ich den auf 67 bringen. Das wäre schon mal ganz cool. Ich überleg's mir noch. Der muss den jetzt nicht haben. Ja. Dann sind wir raus hier aus der Geschichte. Auf geht's! Ah ja. Da hinten? Was ist denn da hinten eigentlich noch? Da sehe ich doch noch was. Ah, da kommen wir so nicht hin. Wir gehen erstmal wieder raus. Und... Ah, so. Du runter. Du wieder rauf. Alles abgefeuert! Ja, und wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Oh, da ist noch ein Fass.
immer noch mit. Und es geht weiter in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Haut rein.